In diesem Video begleiten wir Tammy zum Bärchenpokal. Wie sie und ihr Team abschneiden, erfahrt ihr jetzt hier. Bei uns ist es jetzt der wichtigste Wettkampf im Jahr und das geht auch ganz viel für den Kader ein. Es ist gut zu sehen, wie weit die anderen schon sind, wie man auch mal so gut sein möchte, weil manche sind besser. Wir haben letztes Jahr den 4. Platz gemacht. Da hat bei uns allen was nicht ganz so gut geklappt, aber dieses Jahr sind wir, glaube ich, ziemlich gut darauf vorbereitet und das wird auch klappen. Der Bärchenpokal. Alle Landesverbände haben ihre Mannschaften, also 4 der besten 10- bis 11-jährigen Mädchen, in den Wettkampf geschickt. Und für Tammy und ihre Freundinnen fängt es gut an. Am Stufenbarren turnen alle 4 fehlerlos. Aber dann kommt der Schwebebalken, das Zittergerät für alle Turnerinnen. Man ist natürlich sehr enttäuscht und man sagt, jetzt kann man eigentlich den ganzen Wettkampf vergessen, aber dann sagt man sich halt auch selber, das nächste Ried ist, kann ich halt richtig gut. Zum Beispiel wie ich Boden, wenn ich beim Balken einmal weg bin. Dann sage ich Boden, oh, das kann ich richtig, da kann ich nochmal alle Punkte aufholen. Die nächste Turnerin am Boden ist Tammy Schwarzwälder. Und Tammy behält recht mit ihrem Optimismus. Am Boden läuft es gut für sie. Das Publikum ist begeistert und die Jury gibt ebenfalls ordentliche Noten. Läuft sie so? Gut, gut. Ja. Also die meisten Punkte haben wir, glaube ich, am Balken und Sprung. Ja. Balken und Sprung halt. Ja. Was kommt jetzt noch? Die Siegerehrung. Das steht falsch. Ja, ich war mit den Mädchen heute sehr zufrieden, auch besonders mit Tammy. Die hat einen sehr guten Wettkampf geturnt, sehr gut vorbereitet, sehr konzentriert, also rundherum. Für die Mädchen der Altersklasse 10 und besonders auch für Tammy ein sehr schöner Wettkampf. Und damit Gewinner des 20. Bärchenpokals in der Altersklasse 10 ist die Mannschaft der Turntalentschule Maxi Gnauk. Sie kommt auf stolze 197 Punkte. Also wenn ich es genau in Erinnerung habe, hatten wir, glaube ich, den 1. Platz vor 8 Jahren und deshalb auch mit Turnerinnen, die ich betreut habe, deshalb ist die Freude heute besonders groß, das wieder geschafft zu haben. Schafft es Tammy wirklich in den nationalen Kader? Dann warten auch internationale Bewährungsproben auf sie. Wie sich Tammy entwickelt und welche Erfolge sie verbuchen kann, werden wir im nächsten Jahr sehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr aber die ersten Teile von Tammy verpasst habt, dann schaut doch mal hier vorbei. Oder geht mal auf unseren Kanal, dort sind noch viele andere Nachwuchssportler zu sehen. Bis dann!